Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games hier und willkommen zu meinem Street Fighter X Tekken Unboxing. Ich habe mir für die PS3 geholt, weil sie es leider für die Xbox nicht mehr haben. Aber nichtsdestotrotz machen wir das einfach mal auf. Also hier haben wir mal die Vorderseite. Sieht wirklich sehr geil aus. Katsuya, Nina, Ryu, Chun-Li. Rückseite. Geil, King, Heihachi, Mishima. Und noch viele mehr. Ich sehe da noch Lily, Cammy. Okay, so jetzt nochmal von der Seite aus und machen das mal auf. So, zack. Machen wir es mal zur Seite. Machen wir mal auf. Da haben wir schon mal die Blu-ray. Sehr geil. Und dann nehmen wir kurz, gucken, ob da kein Code ist. Ne, es scheint nichts. Dann haben wir die Beschreibung. Die wird garantiert in schwarz-weiß sein. Yep. Steuerung. Schlagtasten, Tritttasten. Ich bin gespannt, ob das Spiel mehr für, also mehr nach Marvel vs. Capcom geht oder mehr nach Street Fighter. Ich denke mehr nach Street Fighter. Obwohl es ja auch Tag Team und solche Geschichten hat und mehr auf Fun wahrscheinlich ausgelegt ist. Wir werden sehen. Ich denke auf jeden Fall mehr Street Fighter. Geht mehr in die Richtung von Street Fighter. Alles schwarz-weiß. Aber wirklich eine große, gute Beschreibung eigentlich. Wir können verschiedene Sachen angeblich kaufen. Die zeigen uns hier ein paar Tricks. Pandora. Ich werde nachher garantiert nochmal ein Tutorial spielen. Das ist wirklich eine extrem geile Sache. Und das Geile ist, das hier ist ein Wendecover, wie ihr hier seht. Das haben wir hier gleich zweimal. Da seht ihr es genau. Ja, mal kurz die Blu-ray raus. Seht es noch besser. Wirklich sehr, sehr geil. Und wie gesagt, ich hätte es mir ja für Xbox geholt, weil... Kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Bisschen Staub, wie lange nicht mehr benutzt. Ich habe irgendwie so einen netten Stick für die Xbox. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es trotzdem gekauft für die PS3. Wird schon halb so schlimm sein. Ich werde mal versuchen, diesen Stick wahrscheinlich zu modden. Vielleicht funktioniert er dann auch auf der PS3. Aber nichtsdestotrotz, hier nochmal das Spiel. Und ich werde davon ein ganzes Let's Play machen. Das heißt, den Versus-Modus mit einem Kollegen spielen. Vielleicht gibt es auch eine Story. Den Trainingsmodus euch ein bisschen zeigen. Einfach das ganze Spiel. Und wenn euch das Video gefällt, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Das hilft mir wirklich sehr. Abonniert für die neuesten Let's Plays. Wie zum Beispiel Assassin's Creed 3, Diablo 3. Was rauskommt, ich werde es auf jeden Fall spielen. In der höchsten Qualität, die einfach nur möglich ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Macht's gut.